Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach am Wochenende natürlich wieder mit dabei unser freundlicher Chat, den ich aber immer neu einblenden muss. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit... den muss ich nochmal gucken. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen Hackschnitzel rübergebracht zum Kollegen Zeltschirmfabrik. Das passt, das läuft erstmal wieder, aber nicht mehr lange, also nicht lange, so muss man sagen. Wir müssen heute wahrscheinlich wieder ein paar Bäume fällen, weil sonst wird es echt schwierig, ne? Es läuft auch gerade eine Umfrage, für die YouTube-Zuschauer jetzt irrelevant, aber für die... für die Leute, die jetzt hier im Livestream dabei sind, gerne an der Umfrage teilnehmen. Was kommt als nächstes? Was soll investiert werden? Wir haben momentan 400.000 Euro. Wir haben es 18.50 Uhr. Das heißt natürlich im Umkehrschluss ist es auch so, dass um 24 Uhr die nächste BGA-Auszahlung kommt. Und das müsste ja theoretisch noch mehr sein, als wir das, was wir schon geholt haben oder bekommen haben. Weil er diesmal das den ganzen Tag geladen hat, ne? Der hat den ganzen Tag wurde diese BGA nonstop gefüttert. Das ist schon wert. Also das muss schon... Das müsste schon 3.000, 4.000 sein. Bin ich mal gespannt. Ich weiß selber noch nicht genau, wie viel, aber wir werden es die Woche, die Folge auch nicht rausfinden. Aber nur mal, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Also da kommt einiges auf alle Fälle. Einige haben auch geschrieben, Big M, ja, wäre ja nicht unüberlegt, muss man sagen. Also, ja, es macht nur keinen Sinn für ein Feld, weißt du, wir haben ja nur eine Wiese momentan. Es macht ja nicht so viel Sinn, ein Gerät für ein Feld zu kaufen, ne? Bin ich der Meinung, aber können auch falsch liegen. Das habe ich nicht auf den Knopf gedrückt. Ich muss auf den Knopf drücken. Warte. 1 Million von der BGA. Ist das eine Vermutung oder ist das erfahrungswert? Ja, aber der war Feld 19, Landi. Der war Feld 19, nicht Feld 14. Habe ich schon gesehen. BGA werden ca. 500.000 da viel zu langsamer gemacht. Okay, 500.000 ist doch vollkommen okay. Also bei 500.000 BGA-Auszahlung wären wir bei fast 1 Million, ne? Das ist jetzt schon nicht so schlecht. Vermutung, okay. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir was finden, mit dem wir hier, mit dem wir hier das Gras mal mähen können. Den Kieslieferanten müssen wir uns auch nochmal anschauen, habt ihr recht. Haben wir noch was zum Ansehen eigentlich? Weil sonst müssen wir das Gerät einfach mal auffüllen jetzt. Rote Scheine verkaufen? Ja, lohnt sich das nur für rote Scheine zu fahren? Ich glaube auch nicht, dass die roten Scheine jetzt so viel bringen. Glaube ich, aber... Haben wir was zum Ansehen? Die 12. Nee, die 1. So ist richtig. Die 1 können wir so ansehen, wie es ist. Da machen wir erstmal Raps drauf. Erstmal Raps drauf, du. Da ist der Drescher noch gar nicht vom Feld. Ist schon der Dingens wieder da, ne? So muss es sein. So, Düngen und Sehen. Feld Nummer 1. Dreschen. Sehen 12 Meter waren das. Ich vergesse es immer wieder, ne? Aber irgendwann werde ich es mir merken. Anfangspunkt ist, ja. Gibt es andere Produktionen zum Kaufen? Es gibt einige Produktionen zum Kaufen. Was kommt als nächstes? Das Feld wurde abgestimmt, dass wir uns ein weiteres Feld kaufen sollen. Ja, bin ich nicht abgeneigt, wie gesagt. Haben wir leider noch ein bisschen zu wenig Geld für. Machen wir Mais. Wir machen Mais wieder, wenn die BGA leer ist. Dann können wir gerne wieder Mais machen. Aber davor bringt es jetzt erstmal nicht. So, wir machen mal eine Runde reparieren.
Sind natürlich die eine oder andere, das eine oder andere Gerät hier wieder dabei, was repariert werden muss. Ja, dann werden wir nochmal eine Runde Ponze fahren müssen, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin, ja. So, was haben wir denn noch hier alles? Gewichte, aber Gewichte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum man Gewichte reparieren muss. Da ist ja nichts dran, was irgendwie kaputt werden kann. So, der Lexi und mein bester Freund. Haben wir denn eigentlich jetzt noch was zu dreschen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Soll ich die Maschine auch einschalten? Wäre eine gute Idee gewesen, habt ihr recht. So, das heißt, wir haben da hinten den Fendt. Wir haben noch weiter hinten, sehen wir den Klaas am Herbizid ausbringen. Zwiebeln auf seiner Friesischen. Boah, ich komme jetzt schon nicht hinterher mit den Sachen, die ich produzieren muss für die Produktionen, weißt du? Das ist schwierig. 19, ich glaube nicht, dass 19 reif ist, bin ich. Also wenn, dann die 2. Aber wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Auch sagen wir nicht, du bist voll. Oh Mann, Alter. Komm gleich nochmal, warte ein bisschen. Also wer immer dieses Biotop hier gebaut hat, ne? Der hat einfach einen grünen Daumen. Guck mal, wie das so eine Proportion her passt. Ich kann genau umdrehen, ist einfach nur perfekt. Das heißt, die Dieselproduktion muss ja eigentlich laufen, ne? Jo, 113.000 Liter Diesel haben wir schon produziert. Lol. Gut, weitermachen. Wo finde ich dein neues Hofsilo? Ich habe kein neues Hofsilo. Ich habe nur eine Erweiterung vom Hofsilo. Also das Hofsilo ist, seitdem ich den Hof selber gebaut habe, ist das Hofsilo das gleiche geblieben. Da hat sich nie was geändert. Eigenlob stinkt, aus geht eigentlich. Find's okay. Ich weiß, dass man Diesel verkaufen kann. Ich weiß, ich will ihn aber nicht verkaufen. Lass man erstmal da. Ich weiß ja noch nicht genau, wie viel ich brauche bei den einzelnen Produktionen, ne? Ich weiß, dass wir einiges am Kompostmaster reinballern können. Aber wie viel wir da jetzt im Endeffekt brauchen, ich weiß es selber nicht genau. So, die 2, ist das reif? Die 2 ist reif. Das ist doch nicht normal, oder? Was haben wir denn für ein Glück? Was haben wir denn für ein Glück, dass wir alles hier Stück für Stück abernten können? Ich glaube, wir sind gerade in einem sehr guten Rad drin, wenn man das so sagen darf, ne? Wie viel... Eine Sache müsste ich noch wissen. Das weiß ich, das hätte ich jetzt nicht mehr. Wie viel habe ich gesagt, können wir noch Kühe reinkaufen? Wie viel waren das? Wisst ihr das noch in Euro? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das ist schon wieder... Es ist nicht lange her, aber irgendwie zu lange für mich. 1 Million? Über 1 Million? Okay. Weil das war tatsächlich auch ein Punkt, wo ich ja gesagt habe, ne? Bei der nächsten BGA-Auszahlung gönnen wir uns das. Weil Milch, ja, ist wichtig. Okay, dann warten wir auf die BGA-Auszahlung, weil das wäre tatsächlich, weil das ist eine Sache, die wir ja auch schon besprochen haben, ne? Und dann wäre wahrscheinlich die BGA, nur die BGA zu wenig, wenn die jetzt wirklich, unter Anführungszeichen bitte, wenn die jetzt wirklich nur 500.000 geben würde. Ich glaube, dass sie mehr gibt, aber es kann natürlich sein, dass ihr recht habt, ne? Ich weiß es natürlich nicht. Wie viele Kühe hast du? Ja, zu wenig. Also auf alle Fälle zu wenig. Da geht noch mehr. Weil wie gesagt, der Stall ist ja für viel mehr gemacht. Das muss man dazu sagen. Feld Nummer 12. Dreschen, dreschen, dreschen. Dreschen.
Habe ich keinen Drescherkurs für die 2? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Man kann Diesel verkaufen. Ich weiß, dass man Diesel verkaufen kann. Das ist mir alles klar, Jungs. So, das legt mal drauf. Upp. Hab ich gemacht, Hinky. Dem Patrox grüße ich. So. BGA läuft. Wie viel haben wir denn da noch eigentlich drin? Das ist auch eine interessante Frage, aber ich denke mal so. Oh, ist ja nicht mal halb leer. Da ist noch ordentlich was drin. Und hier, glaube ich, können wir auch schon wieder aufmachen, ne? Da ist auch fertig. Sehr gut. Zack. Wunderbärchen, du. Was ist hier los? Drescher drischt. Den muss ich mir bei Gelegenheit nochmal anschauen. Den habe ich falsch gemacht. Die Frage ist, ob die Zellstofffabrik noch läuft. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Wirst du mehr streamen? Auf alle Fälle. Wenn mehr Zeit ist, kann man auch mehr streamen. Und wie gesagt, es startet ja auch der Feldversuch XL. Also für die Leute, die es auf YouTube sehen, er ist schon gestartet. Diesel wird noch witzig. Ne, wichtig, Entschuldigung. Eben, deswegen will ich ihn ja auch behalten. Weil er, glaube ich, eben noch wichtig wird. Das glaube ich nämlich auch, dass der noch wichtig wird. Zellstofffabrik läuft noch. Zementfabrik haben wir noch die roten Steine. Die können wir noch wegbringen auf alle Fälle. Eine Düngemission, ja. Könnte man auch machen. Ist ja prinzipiell nichts Verwerfliches dran. Seit wann hast du denn schon die und warum? Ich brauchte einen Traktor. Haben tun wir, glaube ich, seit Dienstag. Also seit Folgedienstag, so muss ich es formulieren. Die roten Steine, ist denn Suko da? Ich hätte ein CP-Problem, Frage. Ich glaube nicht, dass ich habe ihn nicht gesehen. Im Discord vielleicht. Rote Steine bei der Baustelle. Siehst du? Ab zur Baustelle. Oh, geht sie aus. Mutti, ich bin auf YouTube. Jo. So, zack. Haben wir noch keinen Kurs zur Baustelle? Ehrlich nicht? Haben wir noch keinen Kurs eingefahren? Nö. Haben wir noch nicht. Zementfabrik braucht Diesel, müssen wir dann mal schauen. Aber es läuft auf alle Fälle noch. Das siehst du sofort, ne? Entweder das läuft oder es läuft nicht, aber das siehst du halt direkt. Große Freunde, das muss ich mal machen, wenn ich mal einen ruhigen Moment habe. Da habt ihr vollkommen recht. So, zack. Dann fahren wir noch rüber zur Baustelle. Oh, wie schön der dunkel wird hier, ne? Es ist fast 20 Uhr auf der Karte hier. Meine Güte. So. Die Baustelle, wo habe ich die hingesetzt? Die war doch, glaube ich, neben dem Sägewerk, wenn ich mich recht entsinne. Bisschen langsamer fahren, weil, wie gesagt, ich habe die nicht gestackt, sondern ich habe die wirklich auf der Ladefläche gelassen und einen Spango drüber geworfen. Das ist nochmal so ein bisschen schwieriger. Also hier unsere Baumplantage von hier, ne? Grüß dir! Auf der NF ein ruhiger Moment, Werner, das glaubst du doch selber nicht. Ja, ich versuch's zumindest. Muss kurz was trinken? Oh Gott.
So. Das war hier genau, hier vorne war das doch. Nee, das war zu früh. Das war... Hier muss ich rein, siehst du? Genau, hier ist die Baustelle. Okay, da müssen wir uns mal angucken. Sind wir... Ja, rote Scheine sind da. Perfekt. Gut, wie es weitergeht, meine Damen und Herren, machen wir das nächste Mal. Für heute sind wir erstmal fertig. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao.